Hallo, danke Michael und hallo, schönen guten Abend. Wie schon gesagt, mein Name ist Paul, ich bin schon das zweite Mal jetzt da bei den Backhand Talks. Liebenswerterweise hat er mich nochmal eingeladen. Beim ersten Mal ist es darum gegangen, um Google Ads, wie man die automatisieren kann und effizienter gestalten kann. Und bei diesem Talk heute gehen wir noch ein bisschen weiter. Wir werden reden über Programmatic Advertising. Ja, wie der Michael schon gesagt hat, ich bin von der Firma Otago Online Consulting und damit ihr so ein bisschen Überblick erhaltet, mit wem wir so arbeiten, als Performance-Agentur, also wir sind eigentlich eine Performance-Agentur und eine SEO-Agentur. Wir kommen aus dem SEO, gehen jetzt in Richtung Google Ads, also Performance-Marketing und machen auch datengetriebene Werbung, was eben in dem Fall Programmatic ist. Aber Kunden von uns sind recht große Kunden. Der größte Kunde ist gar nicht oben, das wäre Care Österreich. Mit ein paar Kunden darf ich persönlich zum Beispiel zusammenarbeiten. Das wäre zum Beispiel die Manna oder die Signa, kennt man so. Ganz kurz zu mir noch, ich komme eigentlich, also ich habe BWL studiert, Spezialisierung auf Digital Marketing, war bei ein paar Startups, komme aus dem SEO-Bereich, habe aber dann immer in jeden Teilbereich angewendet, habe Facebook-Ads gemacht, Performance-Marketing und so weiter und so fort. Fokus bei uns, bei Otago, ist eben PPC, also Pay-Per-Click, klassische oder CPC auf Deutsch, Programmatic Advertisement, über das wir jetzt heute sprechen und eben das Thema Digital Analytics. Genau. Meine Kunden gehen von E-Commerce-Shops, ziemlich große sogar, die Sie wahrscheinlich kennen, bis Industrieunternehmen, aber auch kleine Firmen, also sprich der Handwerker ums Eck, wenn er mit uns was gemeinsam macht. Ja, was ist eigentlich Programmatics? Im Prinzip ist Programmatics so, durch ein DSP gehen die Werbemittel in eine Ad-Exchange rein, kommen bei der SSP an, der Publisher spielt die aus und sie erreichen die Audience. Wer hat das verstanden von Ihnen? Haben wir gedacht. Es ist richtig, aber im Detail natürlich ein bisschen kompliziert. Aber ich werde versuchen, mit Ihnen das gemeinsam halt runterzubrechen, gemeinsam durchzugehen, sondern mit Sie rausgehen und das ganze Thema verstehen, um was es geht. Es ist kein Rocket Science, es ist eigentlich nur datengetriebene Werbung. Das hat ein bisschen spezialisiert als normale Display-Werbung. Das Ökosystem. Wenn Sie einen Banner sehen im Internet, eine Display-Werbung, die klassische Form war so, ja, dass es irgendwo gelegen auf einem Ad-Server, sprich Ihr Creative-Werbemittel war auf einem Ad-Server. Wir sprechen jetzt vor 5 bis 10 Jahren. Ja. Sie haben dann einen sogenannten CPM-Preis, Cost per Mille oder DKB-Preis. Also Sie haben 1000 Impressionen eingekauft bei einem großen Publisher-Haus, bei einem Netzwerk, ORFAD. Ja. Nehmen wir das Beispiel einfach ORFAD. Ja. Das heißt, Sie haben gesagt, für 1000 Impressionen zahle ich die ORFAD 10.000 Euro. Ich pushe das dann in deinen Ad-Server rein und es bleibt einfach an Tag statisch oben. Ich kaufe diese Impressionen ein. Wenn die Impressionen aufgekauft sind, kommt die nächste Werbeform auf die Plattform FAD zum Beispiel. Das Ökosystem ist programmatische. Geht zwar nicht mehr darum, dass man einfach 10.000 Impressionen auf die Seiten klatscht, sondern dass die Impressionen, diese Creatives, einen gewissen Wert haben und zur richtigen Audience gepusht werden oder weiterführend zur richtigen Person. Sprich, dass Sie, der Michael, jeder eigentlich eine persönliche, personalisierte Werbung sieht, die angepasst ist auf eure Needs. Ja. Das ist eine recht schöne Formulierung, wenn man es niederschreiben will, was ist Programmatics. Es ist eben eine softwarebasierte Methode im digitalen Marketing, mit der man automatisiert und optimiert Sachen ausspielen kann, an den Endnutzer liefern kann. Das Ganze basiert auf dem Prinzip des Real-Time-Bidding. Das Ganze kommen wir noch zu sprechen und später. Das Ganze ist in Echtzeit und es geht eben darum, Kampagnen datengetrieben zu steuern. Sprich, weg vom Gießkannenprinzip hin zu der Audience, zur Persona, zur individuellen Person. Wir haben schon vorher gesehen, ganz am Anfang steht ein DSP. Was ist eine DSP? Steht jetzt nicht gerade oben. Ja, sind wir schon wieder zurück. Genau, ein DSP, also eine Demand-Side-Plattform. Das ist im Prinzip das Tool, mit dem man Programmatic Advertisement machen kann. Was kann so ein DSP? Ganz, ganz allgemein. Es gibt verschiedene Anbieter, aber was soll so ein DSP kennen? Automatisiertes Einkaufen von Werbefläche mittels intelligenten Geboten, sprich mittels Machine Learning und Artificial Intelligence. Ein DSP sollte oder muss können Audience Management, Wählen des passenden Targetings und des Creatives,
automatisierte Kampagnenbuchung, eine laufende Prozessoptimierung für den ganzen Tool und natürlich ein Reporting. Was sind so die Grundelemente einer DSP? Ja? Was macht die für Sie? Sie sucht für Sie Werbemittel und passende Inventarmöglichkeiten. Ja? Sie analysiert den ganzen Prozess in Realtime und schaut, wo ist es mir da verfügbar, kann ich es ausspülen, passt es für mich, ja? Ist das die Audience, die erreichen will, ist die Person, der jetzt halt Produkt verkaufen will, gerade auf der Seite bzw. im Prozess die Seite zu öffnen. Weil das Ganze, wie wir vorher gehört haben, ist alles in Realtime, sprich Realtime-Bidding. Auf das gehe ich noch ein. Genau, und natürlich, die DSP sorgt dafür, dass im Hintergrund das Ganze, das Smart-Bidding, das Machine Learning angewandt wird, dass Sie halt für den richtigen User im richtigen Moment den richtigen Betrag zahlen und nicht einfach total viel Geld ausgeben für User, die für Sie eigentlich nicht relevant sind. Real-Time-Bidding, ein DSP, kann das Ganze, den ganzen Prozess alles in Echtzeit darstellen. In Echtzeit werden über 40 Signale, die Sie im Hintergrund einspielen in DSP, berücksichtigt. Mit einer DSP können Sie skalieren, Sie können genauso eine einzelne Homepage targeten, aber Sie könnten theoretisch mit einem Klick wirklich global Ihre Werbung ausspülen. Also unheimlich skalierbar. Und was ist der Vorteil? Natürlich ist eine Effizienzsteigerung, weil Sie setzen das quasi einmal richtig auf, füttern das System mit Daten und das System optimiert den ganzen Prozess dann laufend für Sie. Desto länger das läuft, desto besser das wird, desto mehr Klicks Sie generieren, desto besser ist das ganze System und das lernt automatisiert eben für Sie mit. Wir haben schon vorher gesprochen über Real-Time-Bidding, RTB-Prozess. Wie funktioniert das? Sie müssen sich vorstellen, das Ganze passiert, während Sie in einem Browser eine Seite eintippen, www.backendbox.com, passiert der ganze Prozess im Hintergrund. Wie schnell geht das? Das geht in 100 Millisekunden. Sie sehen hier die Steps. Ja? Und Sie das Eintippen, Enter drücken, passiert der ganze Prozess schon alles im Hintergrund in Echtzeit. Sprich, User surft auf die Webseiten, geht das durch und Step 5 ist, das Werbemittel wird ausgespült. Im Hintergrund natürlich ist ein irrsinnig großer Prozess zustande gekommen, sprich, weil ausgespült, welches Creative ist oben, ist es die richtige Audience, ist es der richtige Call to Action und so weiter und so fort. Um was geht es bei Programmatic Advertisement eigentlich? Es geht um ein gewisses Umdenken im Prozess, wie man Werbemittel und wie man Medien einkauft. Ja. Bisher ist es so, man kauft es einen gewissen Umfeld. Ja. Man sagt, okay, ich habe ein Produkt, was geeignet ist für Familien. Ich würde es jetzt in einem Umfeld von Homepages für Familien ausspielen und das halt meine 300, 400.000 Mal am Tag, dass ich die Impressionen zustande bekomme, dass das funktioniert. Ja. Programmatic geht aber einen Schritt weiter, dass der Nutzer in den Fokus gestellt wird, eben was ich vorher gesagt habe, dass es nicht mehr um Audiences geht, um Personas, sondern wirklich um individuelle Nutzer und Menschen im Hintergrund, also so wie Sie und mich. Und dass die eben im Fokus stehen, und wie schafft man das? Das geht eben nur datengetrieben mit Daten, die man sammeln kann auf diversen Plattformen, wie Ihre eigene Homepage. Dazu kommen wir noch einmal im Detail. Genau. Wie kommt eigentlich so ein DSP zu Inventar? Also wie war es das Tool, wie man die Sachen, wo man die Sachen ausspielen kann? Ja? Es gibt eben sogenannte Ad Exchanges. Zum Beispiel Google Ad Manager ist ein Ad Exchange. Kann man sich vorstellen, wie eigentlich einen normalen Exchange, sprich Angebot trifft auch Nachfrage. Ich will Werbemittel ausspülen. Ich habe einen Slot offen, um das anzunehmen auf der Homepage. Und der Prozess in der Mitte ist Real-Time-Bidding, verbindet es miteinander, wenn du den Prozess gewinnst, wirst du auf der Seite ausgespielt. Das wäre dann eine sogenannte offene Auktion, Open Auction. Es gibt natürlich die Möglichkeit, es gibt irrsinnig viele Publisher da draußen. Ein Publisher bzw. eine sogenannte SSB hat verschiedene Homepages automatisiert angeknüpft. Und das Tool, was wir benutzen zum Beispiel, nennt sich Display Video 360, ist von Google. Es gibt aber sehr viele andere, ich würde sogar keine Werbung machen für Google. Das ist nur das Tool, mit dem wir arbeiten. Es gibt aber viel, viel mehr. Das hat natürlich eine Anbindung auch an irrsinnig viele große SSBs. Vielleicht kennen Sie sogar ein paar Anbieter, das sind recht große, Rubicon, AppNexus und so weiter, wie sie alle heißen. Und wenn Sie immer noch nicht verstehen, was Programmatic ist, dann
mache jetzt noch ein Beispiel oder gehen wir gemeinsam ein Beispiel durch. Was ist noch einmal ein bisschen von der Offline-Welt, vom klassischen Medienkauf in die Online-Welt bringt. Ja? Stellen Sie sich einmal ein Magazin vor, das nennt sich das Nadeljournal. Es ist natürlich ein sehr nischiges Fachmagazin, weil wer liest es? Und dann gibt es aber eine Persona, ja? Den Hubert zum Beispiel. Hubert ist 35 Jahre alt, der ist ein leidenschaftlicher Surfer, er ist im Wiener Rathaus zuständig für Weihnachtsbaumbeschaffung und er ist aber gerade auf der Suche nach einem neuen Auto. Es wird natürlich Sinn machen, dass der Hubert in dieser Zeitschrift Werbung sieht für ein Auto, weil das macht ja Sinn. Er schaut sich zwar gerade eine Zeitschrift an, mit Auto null zu tun hat, aber interessiert sich ja gerade dafür. Das heißt, wenn da Werbung drin wäre für Autos, wäre das natürlich schon zweckdienlich. Das kann jetzt so ausschauen. Hubert ist vor seinem Lieblingsautohaus mit einem Surfbrett, vor seinem Lieblingsauto, wo er sein Surfbrett da verstauen kann, wenn er surfen geht, an den Neusiedlersee zum Beispiel. Aber der Täter Hubert, wir wissen einfach noch mehr über die Persona, über den Person Hubert, nämlich eigentlich eh das Gleiche, was wir immer schon wissen, nur der Hubert sucht zwar schon ein Auto, aber nicht zum Surfen gehen, sondern für die ganze Familie. Der will sein Kind mitnehmen, seine Frau, also er braucht ein Familienauto. Und wenn wir diese Informationen haben, generiert haben, aus diversen Datenquellen, da würde man Hubert eher so Werbung zeigen natürlich. Also sprich, anderes Modell, anderer Call to Action, der BMW 2er Sports Tourer, aber die Familienvariante mit einer Familie davor und mit einem Autohaus, was vielleicht sich irgendwie auf Familien fokussiert oder andere Modelle im Angebot hat. Sprich, angepasst auf den Hubert seine Needs. Und das Spannende, also wenn Sie jetzt denken, okay, es klingt alles super, fancy, Rocket Science, was kann man machen damit? Kommen jetzt einfach bei Beispielen aus der Praxis, dass wir mit Kunden in Echtzeit umgesetzt haben. Das ist ein bisschen verpixelt. Kester Luxus-Apartment, großer Kunde von uns, die Signa, hat wunderschöne Luxus-Apartments, Park-Apartments am Belvedere, vielleicht kennen Sie das, irrsinnig schön, schaut irrsinnig cool aus, irrsinnig teuer natürlich auch. Und unser Ziel war, dass wir die Apartments, die leer stehen, speziell verkaufen. Wie fängt man sowas an? Ja, man schaut sich immer an, okay, welche USPs hat so ein Signa, diese Apartments? Was können die, was machen die, was sind USPs? Wie kann man die User, die Personas finden, die so eine Luxus-Apartments kaufen würden? Ja? Da liest man sich einmal die Ausstattungen durch, findet man ein paar Sachen raus, wie zum Beispiel Raumtemperatur kann man regulieren, Fußbodenheizung, Beschattungssystem und so weiter und so fort. Ja? Schaut man sich immer an. Dann baut man ein Konzept auf, ja. Schaut ungefähr so aus, habe ich gemacht in dem Fall, so wie ein Mindmap. Naja, man hat verschiedene Audiences mit verschiedenen Zielgruppen, wie kann man die finden, wie kann man die targeten. Und dann baut man schon langsam so Funnels auf, ja. Sprich, was sind meine Audiences anhand von USPs. Ja. Zum Beispiel Bettlover, ja. Was soll eine vordefinierte Audience, warum? Weil die Park-Apartments an Belvedere eine von den wenigen Wohnungen sind in Wien, die eigene Hundewaschanlage haben zum Beispiel und die den Hund im Fokus haben. Also super spannend, genau. Was wir noch rausgefunden, ja. Die Park-Apartments haben zum Beispiel eine Deckenkühlung, keine Klimaanlage, sondern eine sehr moderne, eine von den ganzen Kühlungssysteme, was es so gibt, die verbaut worden sind in den Wohnungen. Dadurch sind wir drauf gekommen, okay, wir spielen es automatisiert mit einer Datenbank, die wir anschließen, einfach, wenn es in Wien extrem heiß ist, spielen wir es einfach vermehrt aus mit einer dazu passenden Sujet, wo man theoretisch auch jetzt die Temperatur reinschreiben kann, in den Fall, was ein Sujet, wo es im Hund einfach sehr, sehr warm ist. Genau. Und so baut man es dann auf, man baut verschiedene Funnels, man schaut sich Konkurrenten an, man baut digitale Zwillinge und so weiter und so fort. Und definiert dann diese Audiences, wie gesagt, haben wir schon vorher gesehen, wir haben einmal den Bettlover definiert, den Fitness Enthusiast, Green Living und natürlich vierte Kategorie, immer spannend für Anleger das Ganze. Die Vorteile, was die Park Apartments so bieten, was sie so haben. Und genau, Bettlover ist das gleiche, herausgestrichen die USPs noch einmal von dem Objekt, gleiches Audience Building im Prinzip. Und so hat das Ganze dann ausgeschaut, sprich, du baust immer eigentlich Banner, die immer statisch sind und immer gleich ausschauen, sondern du baust ein Framework auf, das schaut ungefähr so aus, und
Diese Frames kann man dann je nachdem, in welcher Funnel-Stufe die Person ist, in welche Audience-Kategorie die Person fällt, ob die Audience schon die Person schon interagiert hat mit der Homepage und so weiter und so fort, kann man das dann individuell in Real-Time austauschen. Zum Beispiel ein Bad-Lover, wenn wir wissen, der interessiert sich für Wohnungen in Wien und dieser Bad-Lover. Wie gesagt, bei der Kampagne war immer die Prämisse, der will eine Wohnung kaufen und dieser Bad-Lover, der will eine Wohnung kaufen und dieser Fitness-Enthusiast, der will eine Wohnung kaufen und dieser Anleger. Und natürlich kriegen die dann verschiedene Sujets ausgespült mit verschiedenen Call to Action, je nachdem, in welcher Funnelstufe der sich befindet und wo wir glauben, dass der Call to Action passend ist zur jeweiligen Funnelstufe natürlich. Der nächste Step wäre gewesen, das haben wir jetzt nicht umgesetzt, aber das wäre natürlich auch technisch möglich, es ist noch nicht ausgegangen zum Launch der Kampagne, dass man dann noch den Faktor On-Page-Optimierung in die Kampagne einbaut. Sprich, wenn der einen Banner klickt mit einem gewissen Call to Action, einem gewissen Sujet drinnen, wird da die Homepage in Real-Time auf den User angepasst. Sprich, einer, der was ein Sujet für einen Bad-Lover zum Beispiel draufklickt, kriegt eine angepasste Homepage zu sehen, wo ein Bad-Lover oben ist, wo die Vorteile aufgezählt werden, wo vielleicht ein Video oben ist, wo die Besitzer von Wohnungen darüber berichten, wie cool es ist, dass man einen Hund waschen kann, wenn er wieder mal schmutzig ist. Das ist also der nächste Schritt, sprich man verbindet wirklich Daten mit einem Sujet, mit einer Customer Journey, bis final der User auf der Seite aufschlägt und dann holt man ab mit einer personalisierten Page. Und das kann man bis zur Spitze treiben, dass man nämlich wirklich fast jeden User eigene Homepage zeigt, die für ihn persönlich angepasst ist. Also wirklich cool. Was kann man noch machen damit? Nächste Case Study, was ich umgesetzt habe mit S-Real, Immobilienmakler von der Ersten Bank, kennen Sie wahrscheinlich, nennt sich Maklerbusch. Um was ist es da gegangen? Die S-Real macht eigentlich jedes Jahr eine ziemlich große Out-of-Home-Kampagne. Was ist Out-of-Home? Kennen Sie wahrscheinlich, kennt jeder. Das ist klassisches Billboard, also alles, was quasi ja, out of home ist. Kann auf einer Straßenbahn sein, auf einem Billboard, irgendwo bei einer Straßenbahnstation und so weiter. Genau. Und es geht darum, dass man den Makler als Person in den Mittelpunkt stellt. Ja. Schaut dann so aus die Kampagne, es gibt dann ein paar Billboards, das ist der Herr Dubainer, einer meiner Lieblingsmakler bei der S-Real, wirklich lustiger Kerl. Und da werden so eine Pappen quasi generiert, die man dann in die Banken reinstellt, in der Region, wo der Dubainer zum Beispiel aktiv ist und so weiter und so fort. Ja. Und unser Ziel war halt diese Kampagne, die Out-of-Home-Kampagne, eine klassische Offline-Kampagne, wo man halt mit CPM-Wert, mit Sichtkontakt, mit Frequenzwerten arbeitet, dass man die irgendwie datengetrieben und online noch unterstützen kann. Wie funktioniert das oder was wäre unser Ziel, unsere Prämisse? Jeder User in Österreich soll je nach Postleitzahl den passenden Makler für seine Region ausgespielt bekommen. Also sprich, wenn ich in der Region von Herrn Dubainer bin, will ich wieder den Herrn Dubainer auch viel haben oder auf andere Homepages sehen. Idealfall natürlich, ich fahre gerade vorbei auf der Hauptstraße, sehe Herrn Dubainer auf einem Plakat rum und eine Stunde später gehe ich auf viel haben und sehe Herrn Dubainer wieder mit seinen Objekten und mit seinen Angeboten, was er so beisteuern kann. Ja. Die Creatives sollen einen hohen Wiedererkennungswert haben mit der Out-of-Home-Kampagne, sprich, die sollen eigentlich ziemlich ident ausschauen wie die Banner oder die Creatives, was am Plakat um waren. Ja. So, wir haben gehabt 133 Makler. Das ganze Targeting hat basiert auf 662 Gemeinden in ganz Österreich und wir haben drei Formate benutzt. Sprich, die Kampagne hat in Realtime fast 2000 verschiedene Formate immer in Echtzeit zusammengestellt und generiert. Je nachdem, wo der User gesucht hat. Sprich, wenn der User jetzt irgendwo in Kärnten war zum Beispiel, hat er den Makler von seiner Region gekriegt, der was jetzt ein paar Stunden oder ein paar Minuten weit weg ist. Wenn er in Wien gesucht hat, hat er den Makler gekriegt von den diversen Bezirken und so weiter und so fort. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie jetzt 2000 Sujets machen müssten, der Grafiker, der wird Sie wahrscheinlich, der war nicht so happy wahrscheinlich, dass er das machen muss. Und in der Form war das aber alles in Echtzeit, hat sich einfach dynamisiert zusammengestellt mit dem Faktor noch Geotargeting. Plus natürlich jeder Banner war, müssen Sie sich vorstellen, jeder Banner war eigentlich personalisiert und angepasst auf den User und wie der User gesucht hat. So hat das ausgeschaut. Sie sehen hier schon ziemlich ähnlich wie die Out-of-Home-Banner. Call to Action haben wir da anpassen können und mein Kontakt war dann immer dann die Landingpage bei der S-Real von den jeweiligen Makler, wo dann auch seine Objekte wirklich umbaut, die was er verkauft oder ankauft. Genau.
wie wird die Zukunft ausschauen und was ist noch möglich, was geht jetzt schon, nur nicht in Österreich, leider, wird noch ein bisschen dauern bei uns. Und was ist so der Ausblick in die Zukunft? Ja? Was ist mit dem ganzen programmatischen, mit den datengetriebenen Werbemitteln, Werbeformen, was ist da alles möglich? Was in Österreich schon live ist und auch schon möglich ist, in einem zwar etwas kleineren Ausmaß, aber immer mehr im Kommen, das ist Programmatic Audio. Sprich, dass Sie Ihre klassische Radiowerbung einfach personalisieren und datengetrieben ausspielen. Einfach nicht mehr sagen, ich spüße jetzt 7 Mal die Woche zwischen 5 und 8 aus, sondern dass Sie Daten nehmen, um zu wissen, wann Ihr Zielgruppen, Ihr User quasi auf Spotify ist, auf Soundcloud oder auf Google Music Play und ihm dann einfach die Werbung ausspülen und nicht mehr im Radio, sondern wirklich wieder Zielgruppen gerecht, datengetrieben und runtergebrochen auf Personas. Wie gesagt, es geht schon. Spotify ist ja gerade dabei, dass sie Spotify Ads aufbauen, also dass sie dort ein bisschen expandieren. Soundcloud hat vor kurzem eine Plattform gelauncht, wo man Werbung schalten kann und so weiter. Und eben diese Tools kann man dann mit einer DSP, mit einem programmatischen Tool eben ansteuern und kommunizieren und mit Daten füttern. Eine coole Erweiterung. Was wird noch kommen? Taxi-Werbung programmatisch. In Europa, was ich weiß, jetzt noch nicht live, vielleicht in UK und Niederlanden, das ist ein sehr digitaler Findermarkt, aber auf alle Fälle in Amerika. Sprich, Sie können diesen Taxi-Banner, der was oben auf dem Taxi ist, je nachdem, wo das Taxi fährt, wer mitfährt, wo das Taxi vorbeifährt, buchen und mit dem werben. Das Ganze natürlich auch in Echtzeit. Sprich, klassisches Beispiel wäre, der Uber-Fahrer fährt mit Uber, baut sich aber so ein Teil auf, aufs Taxi, und je nachdem, wo er fährt, wird Werbung ausgespielt von einem Lokal, was in einem Bezirk ist, was gerade ein Special Offer hat. Und je nachdem, wo er sich bewegt, wird das Ganze dann angepasst. Das kann man dann verknüpfen mit einer Datenbank, dass man sagt, auf der Straße ist gerade ein Stau und wenn ein Stau ist, wenn ich weiß, dass das Auto steht, dann spiele ich dann eine Werbung aus. In Amerika ist das Game von Burger King, die haben dann einfach Whoppers ausgeliefert, ja, für Leute, die im Stau stehen. Die haben das gewusst, weil sie auch datengetrieben geworden haben. Und die Leute dann im Stau waren hungrig und die haben dann mit so Motorbikes Whopper ausgeliefert. Irrsinnig spannend, was da möglich ist und welche neuen Möglichkeiten da so ans Tageslicht treten. Was wird noch kommen oder ist schon im Kommen? Das ist natürlich programmatisches TV, programmatische Werbung am Smart TV, am Fernseher. Das geht in der jetzigen Form natürlich auch schon. Es gibt ein bisschen einen Unterschied zwischen sogenannten Addressable TVs, sprich, die sind einfach angebunden und nicht jeder kriegt einfach die gleiche Werbung ausgespült. Ist noch ein bisschen die alte Form. Und mit sogenannten Connected TVs oder Smart TVs entstehen ganz neue Möglichkeiten. Die sind verbunden mit dem Internet, die wissen bis zu einem gewissen Grad natürlich ihre Präferenzen, wer sie sind und so weiter und so fort. Und mit denen können Sie natürlich auch wirklich Fernsehwerbung, große Fernsehspots anpassen, dynamisieren, sogar den Inhalt austauschen, den Inhalt verändern und so weiter und so fort. Und das wird dort auch kommen, ja, dass man quasi auf einer Plattform, auf einer DSP wirklich so eine Sachen buchen kann. Sprich klassische Werbung im Internet, TV-Werbung, Out-of-Home-Kampagnen, digitale, zu denen komme ich noch. Und das alles zentral in einer Plattform, die Sie halt mit diversen Daten füttern. Ja, habe ich kurz besprochen, wie die Estrel das gemacht hat, die Out-of-Home klassisch gemacht, sprich einfach Billboards und normale Werbung eingekauft. Der nächste Step wird aber sein, dass man auch diese Out-of-Home-Kampagnen digitalisiert. Die OOH steht für Digital Out-of-Home, dass man das Ganze auch programmatisch buchen kann. Gibt es in Europa schon in der Form, es gibt so einen großen Vermarkter, hat das schon gestartet jetzt mit ein paar großen Firmen in Frankreich. Das ist ein Billboard in Glasgow, wo man vom Flughafen Richtung Innenstadt fährt, was man schon voll programmatisch buchen kann. Und es gibt in UK, und wie glaube ich schon gesagt habe, UK ist ein bisschen ein Vorzeigemarkt in Europa, was so Digitalisierung und neue Produkte ist. Österreich ist so eher ein bisschen, wie soll man das nennen, ja, sagen wir nicht Vorzeigemarkt für das. Und genau, in England oder in UK zum Beispiel wirbt schon die NHS mit so einer Sachen, also die bewirbt zum Beispiel ganz andere Sachen. Das ist halt ein Wettertargeting, sprich, wenn es draußen eisig ist, wenn es schneit, spürt die NHS, National Health Service, also seit uns adäquat, wäre die Gesundheitskasse, spürt dann halt Werbung aus, wo sie sagen, hey, pass auf, es ist rutschig, pass auf, es ist kalt und so weiter und so fort. Das heißt, das wird in der Zukunft auch immer mehr kommen, dass man eben verschiedene Werbeformen
programmatisch buchen kann und das Ganze dann mitnimmt in einer Multi-Channel, Omnichannel-Strategie, wo man halt alles zentral auf einer Plattform hat und man nicht mehr mit fünf verschiedenen Medienhäusern oder fünf verschiedenen Anbietern verhandeln muss, sondern zentral alles in einer Plattform hat und das Ganze aber datengetrieben ist. Ja, und dann bin ich ja schon fast beim Ende. Wenn Sie sich jetzt fragen, also ich will Ihnen keinen Gutscheincode mitgeben, aber wenn Sie sich fragen, wie Sie das Ganze machen können, wie Sie da einen Einstieg schaffen und Sie sagen, okay, das klingt cool, sehr spannend, wie geht man das an? Es ist ein langer Prozess, um ehrlich zu sein. Es ist ein Prozess, wo Sie einen Experten ganz am Anfang brauchen, also sprich einmal, Sie brauchen auf alle Fälle eine Consultation, dass einer mit sich zusammensetzt, welche Daten haben Sie, was wollen Sie erreichen, was sind Ihre Werbeziele. Ganz oft ist es bei meinen Kunden oder war es so, dass der Kunde zu mir kommt und überhaupt nicht genau weiß, was er will oder halt glaubt, er muss programmatisch machen, weil es da das neue Ding ist. Ja. Es ist aber oft nicht der richtige Kanal. Natürlich hat es auch Nachteile, nämlich es ist nicht immer günstig, je nachdem, was man erreichen will. Und es gibt teilweise natürlich andere Kanäle, die für das Ziel, was der Kunde hat, besser geeignet sind. Facebook kann besser geeignet sein, wenn man ein Produkt hat, was man mit Social gut bewerben kann. Google Ads kann besser sein, wenn man ein Produkt hat, was man in die Google-Suche eintippt, sprich, wo dann nie da ist, wo man eintippt, Brille kaufen von und so weiter. Da schaut man sich an, welche Daten hat man, mit was kann man arbeiten, wie kann man darauf aufbauen. Haben Sie ein CRM-System, wo schon Daten drin sind, mit dem man arbeiten kann, den man nutzen kann für Ihre Werbung. Der dritte Schritt ist dann die Activation, also dass man einfach schaut, wie kriegt man die Daten in so ein DSP rein, wie kann man die verknüpfen und wie kann man quasi die Daten, die sie eh schon sammeln, zum Beispiel auf der eigenen Homepage, sondern der First-Party-Daten, wie kann man die für sie nutzbar machen. Und eben, der vierte und der fünfte Schritt ist dann Measurement Diagnostics und da geht es dann in Umsetzung, also wie kann man das am messen, dass es was bringt, ja? Wie kriegt man die Pixel auf die Seiten, wie kann man generell allgemeine Erfolgsmessungen mehr aufstellen und wie kann man so eine Kampagne einmal überhaupt zum Laufen bringen. Es braucht je nachdem, was Ihr Ziel ist oder welche Firma Sie sind, natürlich von 2 Monaten bis 6 Monaten, bis eine Kampagne live ist, kommt immer sehr drauf an. Aber es zahlt sich auf alle Fälle aus, einmal sich darüber Gedanken zu machen als Unternehmen, weil das ist natürlich für viele Firmen und für viele Unternehmen einfach die digitale Zukunft. Ja, dann danke fürs Zuhören. Falls Sie noch Fragen haben, ganz allgemein, können Sie mir jederzeit mir schreiben, mir anrufen oder auf LinkedIn auch gerne schreiben. Ich bin auch noch später noch länger da und bedanke mich fürs Zuhören bei Ihnen.